Und im Wettstreit, im Kampf um die goldene Grillzange, hat sich heute die Mannschaft der Chicago Bulls hier... Nein, es sind nicht die Bulls. Die Bulls machen Basketball, ne? Dann sind das eben die Neustoffhausener Rüdiger-Bändiger versammelt, die hier sich aufs Blut bekämpfen. Es kann nur einen geben. Das ist Football, wie wir ihn lieben. Was mit euch da, Jungs? Ja, komm, mach mal was. Ist alles zu langweilig. Und da kommt auch schon das Schweinsleder. Da ist es. Der Schiedsrichter gibt Elfmeter. Und los geht die wilde Fahrt. Champion dieser Football-Geschichte ist nach wie vor Atomfried, der sich mal wieder verdient gemacht hat in dieser Auseinandersetzung am Donnerwoch. Willkommen zurück zu Scribblenauts Unlimited. Ich hoffe, das war wieder nicht... Ich habe ein Perpetuum Mobile geschaffen. Ich habe ein Perpetuum Mobile geschaffen, ich bin der König! Nee, das musst du jetzt auch... Warte, so... Ich trage eine Krone auf meinem Rüssel. Mann, ganz schön scharfkantig das Teil. Mann, wie es hier wieder aussieht. Ich habe aber mal was runtergeladen. Ich weiß nicht, ob ich das schon gezeigt habe. Und zwar das hier. Ja. Nee. Das ist, Death Machine. Das doofer Name. Das ist ein doofer Name. Killmatic 3. Killmatic 3000. So. Killmatic 3000. Ja, möchte ich selbstverständlich speichern, das Teil. Und das Ding, das zieht richtig ein Hecht vom Teller. Das möchte ich euch mal demonstrieren. Und zwar hier im Bauernhof, da wo ich niemandem schaden kann. Ja, der Bauernhof, der ist auch so ein bisschen für so Spielvögel wie mich, die dann einfach mal ein bisschen randalieren können. Tut mir leid um ihn hier, weil er es immer abkriegt. So, womit zeige ich euch das denn am besten? Wir nehmen uns mal hier den Tyrannosaurus Rexus. Da ist er. Aufgeblähter fliegender T-Rex, der ist aber jetzt nicht gerade so lebendig. So, und dann Killmatic 3000. Ja. So. Tidi. So, die müssen wir natürlich dann auch noch aufsammeln. Und los geht's! Schießt schwarze Löcher. Super, ne? Und wenn man nicht aufpasst, dann hat man eine heftige Klage am Hals. Na, Lilly, alles klar? Aber ich finde, zu Atomfried passt die Waffe sehr, sehr gut. Damit kann er so richtig geil auf Planeten ballern. Wir können ihn ja nochmal aktivieren hier. Guck mal, da ist er wieder. So. What? Okay, dann bauen wir nochmal eine Killmatic 3000. Hier, bitteschön, deine. Und... Los. Ladies und Gentlemen, das war das Ende unseres Planeten. Eine Zukunftsprognose von Dr. Med Baron. Und der expandierte flammende Atomfried brennt erstmal, aber ich kann auch nicht mit ihm interagieren. Ich habe gerade ein bisschen Schiss, ihn anzugreifen. Was mache ich denn da jetzt am besten? Das ist bestimmt wieder so ein Vogel, ne? Nein. Hier, bitteschön. Was nehmen wir denn da? Giftiger Apfel. Ich bin die Schwiegermutter. Stiefmutter. Aber Schwiegermutter geht auch. So, bitteschön. Ja! Ich hab diesen Planeten gerettet. Ab jetzt im Kino. Ja. Die Rettung des Planeten.
wie ich mein eigenes Ich vernichtete. Das war eine richtig geile Sause. Könnt ihr mir glauben. Was mache ich hier gerade eigentlich schon wieder? Ja, möchte ich starten. So, wir brauchen mal ein bisschen Kultur hier. Wurstjockel ist wieder da. Juhu, den haben wir doch so vermisst. So, wo wollen wir denn mal hin mit ihm? Piratenschiff mussten wir noch fertig machen. So, zack. Hallo! Hat der mich vermisst? Jub, 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 jub. Der sieht ja echt ulkig aus, wenn er so eine Leiter hochrennt. Was ist hier denn passiert, du? Sieht ja ganz komisch aus. Nee, ich will nicht Wurstjockel, ich will hier. Der Besatzung ist etwas Schreckliches passiert. Hilf, den Fluch zu lösen. Die verfluchte Besatzung. Von John Grisham. Der neue 3000-Seiten-Wälzer, den man sich nur ins Regal stellt, um eine Frau zu beeindrucken. Ich bin jetzt nicht gerade dieses Wurstgespenst, oder? Die Besatzung wurde verflucht. Gib jedem Besatzungsmitglied etwas, das sie früher geliebt haben. Der Krieger aus der Gruppe möchte mittelalterliche Waffen haben. Ich bin... Oh Gott. Oh Gott. Ich bin ein Wurstgespenst. Ne? Was läuft? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist das der Krieger? Skelettkrieger. Ja, gerne doch. So, runter. Das ist doch mittelalterlich. Da sind die nur mit solchen Waffen rumgelaufen. Die Aufzeichnungen aus dieser Zeit sind mehr als lückenhaft. Wie wäre es mit einem Schwert? Nur ein Langschwert. Hier machen wir einen klassischen hier, bitteschön. Ich habe ganz vergessen. Der erste Fluch wurde gebrochen. Das nächste Besatzungsmitglied hat seine Gesichtsbehaarung geliebt. Aber nun ist er fast kahlköpfig. Gib ihm einen Bart, auf den er stolz sein kann. Gerne. Bart. Hier, Bart. Oder wen meint ihr jetzt? Meint ihr den? Ja. Den müsst ihr meinen. So einen richtig geilen Vollbart. So ein Vogelbart eben. Hier. Ah! Wie wäre es damit? Guck mal, so ein Chuck Norris hier. Hm. Was sag ich? Gut gemacht. Ein weiterer Fluch wurde aufgehoben. Dieses Besatzungsmitglied betrachtete sich gerne im Spiegel, aber der Fluch hat ihm seinen Körper weggenommen. Zeig ihm, wie er aussieht. Du bist es, ne? Wie wäre es, wenn ich... Einfach nur ein Geist. So. Hallo! Das bist du! Ein Rückstrahler! Hier, guck mal! Kannst du reingucken, hier. Dober Geist, so. Bitteschön. Warum nicht? Dann eben so. Klödüng. Klödüng. Zeig ihm sein Spiegelbild. Bettlaken. Ich baue ihm gerne ein Spiegelbild. So. Dann, was nehmen wir denn noch? Ja? Ich baue ihn einfach nochmal neu. So. Noch einer? Ja? Okay. So. Genau. Okay. So ungefähr sieht's so aus. Drei Flüche weniger, das nächste Besatzung. Was? War der Klügste des ganzen Haufens? Traurigerweise hat der Fluch sein Gehirn entfernt. Nutze den Notizblock, um ihm etwas beizubringen. Das ist... Warum verstehe ich das jetzt nicht? Ach so, der war da links. Ach so. Hier. Viel Spaß damit. So, mein Freund. Erstmal eine Schultafel. Guck mal hier, schön. So. Dann brauchen wir ein bisschen Kreide.
Billardutensilien natürlich nicht. Gut, und dann schreiben wir hier mal was drauf. Der letzte Fluch lastet auf dem Kapitän des Schiffs. Bring ihn wieder mit Polly zusammen. Was? Na, Billy, geh mal an die Tafel und schreib mal was auf mit der Kreide. Wutscher, wutscher, wutscher. Erstmal die ganze Tafel weiß machen. Ja, die Kreide zerreiben und dagegen werfen. Huiuiuiuiuiui. Vorher schön mit dem Tafelschwamm nass machen. Hier. Nicht Pilz da, sowas. Bitteschön. Was Tafeldienst? Du Wurst. Und das ist Bully, der Rausschmeißer. Okay. Vereine mich wieder mit Polly. Polly ist so ein Schaf. Sag ich doch. Ja, danke, aber ich bin nicht verflucht. Ich bin ein echter Geisterpirat und du befindest dich auf einem echten Geisterschiff. Schweinepriester. Ja, normalerweise sollten da noch Geister sein, aber... Ich war gar nicht mal so weit weg, ne? Mit meinem Bettlaken. So, dankeschön. Hui, die verfluchte Besatzung. Fertig. Ja. Gesamte Star Rides 59. Wie viel muss ich eigentlich insgesamt sammeln? Da gibt's 100.000. Ich glaube, insgesamt gibt's hier so... Ja, wie bei Mario so. 120. So, was ist denn hier noch? Ah, komm näher, um mich zu starten. Dann muss ich aber erstmal hier rauf. Mann, oh Mann. Kann hier nicht mal jemand eine Leiter bauen oder so? Steigegerät Alu. So. Och, komm. Ja, okay, so geht auch. So. Leiter raufklettern, like a boss. Erschaffe eine neue Besatzung für das Piratenschiff. Yeah. Wo kann ich hier eine Bratwurst kaufen? Ich muss aber ehrlich zugeben, dass Wurstjockel mit der Verkleidung von den Missionen um einiges bescheuerter aussieht als Rudolfine. So. Der Nichtstuer hat ein leeres Piratenschiff geerbt. Hilf ihm, indem du Leute erschaffst, die das Schiff führen können. Fang an, indem du jemanden mit Segelerfahrung ans Steuer platzierst. Ein Rennfahrer. Brumm, 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 brumm. Als nächstes brauchen wir jemanden, der über den Schatz wacht. Erschaffe jemanden, der gut mit Geld umgehen kann. Oh! Nein, das ist... Das war nicht lustig, ich geb's zu. Okay, was machen wir denn dann? Banker. Nee, der kann das wirklich. Wie wäre es mit einem Politiker? So, hier, wenn er irgendwas nicht kann, dann ist es mit Geld umgehen. Das siehst du, wird nichts. Deswegen müssen wir da wirklich einen gierigen, riesigen Banker. Eine Banker, ja, genau, sowas hier. Gib mir das alles! Ja! Ich will das haben! Die Verteidigung des Schiffs hat hohe Priorität. Platziere jemanden, der sich mit Waffen auskennt, in die Waffenkammer. Nein! Gib mir das Geld hier. Nee, nicht sowas. Was macht der da? Haut er auf den Edelstein rum. Gib mir dein Gold jetzt! Gib mir das! Ich will das haben! Nein! So, was willst du? Mit Waffen umgehen? Wie wäre es denn mit... Ehefrau? Ja, wenn jemand mit Waffen umgehen kann, dann... Narkosearzt! Beim Segeln auf so hoher See kann man richtig großen Hunger bekommen. Stell jemanden, der kochen kann, in die Küche. Oink, oink. So. Na? Was ist hier denn los? Schinken? Jemand, der kochen kann.
kaum geheiratet und schon muss ich hier in die Küche. Das kann doch nicht sein. Aua! Das Schiff brennt. Platziere einen Gefangenen im Gefängnis. Irgendwer, der sofort ins Gefängnis kommen muss. Ein Reporter. Ja. Hier. Ab in die eiserne Jungfrau. Die Crew ist fast vollständig. Platziere nun jemanden, der bei der Navigation des Schiffes helfen kann, in den Mastkorb. So. Ne, irgendwie bringt's der noch nicht. Wie wäre es mit... So. Wie bei Alexander Markus. Feldstecher vielleicht? So. Ja, ist ein schönes Utensil, aber lebt leider nicht. Geiser. Schöne Geiser. Ne, ich habe aber keine Ahnung von Navigation. Aua. Wer kann denn das? Ein Astronaut. Die müssen das können. Ja, sei doch. Oha, wir haben es hingekriegt. Der ist meiner, habe ich mir verdient. Yay! Wo kann ich ein paar Seemänner finden? Hier, bei mir. Level vervollständigt. Gute Arbeit. Neue Level freigeschaltet? Geht zu Lilly? Nee, ganz ehrlich, das muss ich jetzt mal ganz kurz machen. Was soll denn da noch freigeschaltet werden? Wir haben doch hier auf der Karte alles. Was soll's denn da noch großartig geben? Nicht, dass das Spiel jetzt auf einmal zu Ende ist. Ging es mir wieder gut. Das Glühen kam nicht vom Starride, sondern von jeder guten Tat, die Maxwell vollbracht hatte, um mich zu retten. Jede einzelne gute Tat hatte geholfen. Papa merkte, dass wir sauer auf ihn waren. Es ist ganz schön gemein, die eigene Tochter in Stein zu verwandeln. Er sagte, dass wir herausfinden mussten, wie schwer es einem im Leben ergehen kann, selbst mit besonderen Fähigkeiten. Er sagte auch, er habe gewusst, dass wir es schaffen würden, da wir ja seine Kinder seien. Schließlich verziehen wir ihm, aber erst nachdem wir uns revanchiert hatten. Wir nahmen seinen Stock und wendeten ihn auf seine Unterwäscheschublade an. Von da an setzten wir unsere Kräfte für diejenigen ein, die solche nicht besaßen. Wir hatten eine Menge Spaß. Also Kinder, behandelt andere immer so, wie ihr selbst behandelt werden möchtet. Denn nicht jeder hat einen Bruder mit einem magischen Notizbuch, das einen retten kann. Aber ich bin froh, so einen zu haben. Und so endet unsere Geschichte. Oh Mann, das ist so traurig. Kann man das irgendwie wegmachen? Ja, pass auf, ich will das überspringen, meine Güte. Ich kann jetzt als Lilly spielen. Schöne Sache, aber wir können das Let's Play doch hier nicht beenden. Nein! Das funktioniert so nicht. Wenn wir nochmal... Warte mal. Guck mal, hier 60 von 106. Wir haben gerade mal die Hälfte erledigt. Da kann das Spiel doch noch nicht zu Ende sein. Was passiert hier eigentlich? Ach so, guck mal. Ja, wisst ihr was? Das hier machen wir auch noch irgendwann komplett. Also glaubt ja nicht, dass ich euch jetzt sofort schon erlöse. Nee, das findet definitiv nicht statt. Scribblenauts Unlimited wird noch sehr, sehr lange gehen. Und ich freue mich darüber. Leute, in diesem Sinne sehen wir uns im nächsten Part. Tut mir leid, dass ich euch den Abspann nicht gezeigt habe. Vielleicht werde ich das irgendwann tun, wenn ich hier wirklich zu Ende das Spiel habe. Also wenn ich hier wirklich nicht mehr weitermachen möchte, dann zeige ich euch das gerne. Aber jetzt noch nicht. Also, bis dann. Tschüss.